meine beste Freundin in den Kindertagen, ihre Brüder, hat Glasknochenkrankheit gehabt und ist eigentlich auch, er hat vieles können machen, aber es war halt sehr gefährlich gewesen, wenn er sich verletzt hat. Und die Familie selber hat sich auch sehr stark eingesetzt für Kinderspitex damals schon. Für uns war es normal, dass dann jemand bei ihnen ist, noch zusätzlich und hilft und unterstützt und ihm Medikament gibt oder Spritzen setzt. Und wir konnten nebenan sitzen und durften zuschauen, zum Teil, oder dabei sein. Und für uns war es ganz normal, dass jetzt halt noch jemand zusätzlich drin ist. Und das hat natürlich dann auch begleitet, wenn man sieht, wie die Familie können entlastet werden konnte. Mutter, Vater, Schwestern, zwei Schwestern gehabt. Er lebt leider heute nicht mehr, Luciano. Aber er ist so lebensfroh gewesen. Und für uns ist das immer so schön, einfach schön gewesen, in dieser Familie zusammen. Und sie sind halt, haben durch das ihren zwei Töchtern auch können ein anderes Leben ermöglichen, weil sie einfach Unterstützung noch gehabt haben, zusätzlich, oder mit den Kinderspitex.